Heute gibt es nach langer Zeit das Comeback der Serie Dein Team. Ihr habt es euch gewünscht, ihr habt mir Teams geschickt, die ich jetzt in diesem Video bewerten werde. Ich würde sagen, wir schauen uns direkt mal die Teams an. Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und ja, wie gesagt, heute das Comeback der Episode Dein Team bzw. der Serie Dein Team. Falls ihr noch nicht wisst, was das ist, da bewerte ich einfach eure Teams, die ihr mir auf Instagram geschickt habt. Auf Instagram heiße ich FIFA_David, da könnt ihr mir natürlich eure Teams senden. Ich werde die dann nachbauen und hier in den Episoden einbauen. Bitte nicht böse sein, falls ich nicht jeden mit reinnehmen kann. Es sind einfach teilweise viel zu viele Einsendungen. Es ist schwierig, aber ich gebe mein Bestes, dass ich da so viele wie möglich reinbringe und ja, auch so viele verschiedene Leute, verschiedene Teams wie möglich. Also versucht auch wirklich kreative Teams mir einzusenden, dass ich da ja wirklich coole Teams dann natürlich den Leuten vorstellen kann. Und ich würde sagen, wir gehen eigentlich auch schon direkt rein mit dem ersten Team vom Lukas. Ja, er spielt hier in der 4-3-2-1-Formation, hat im Tor Hugo Lloris, der saubere Werte bekommen hat in FIFA 18, wirklich, wirklich gute Werte. Linksverteidiger Alonso, Rüdiger, Varane, Demarcus, Asensio, Dembélé, Fernandinho, Son, Jesus und Sterling. Ich habe in den Streams auch dann immer so ein bisschen gefragt, yo, was könnte man an diesem Team ändern? Und bei dem Team haben die meisten Leute einfach nichts reingeschrieben, weil sie meinten, yo, das passt eigentlich, das Team, das ist stark so. Aber im Endeffekt habe ich dann trotzdem noch so zwei kleine Verbesserungen für dich. Und zwar die erste wäre Carvajal, weil der halt in-game natürlich doch ein bisschen stärker ist. Er ist zwar langsamer, aber hat, denke ich, die solideren Werte, beziehungsweise halt auch die Ingame-Stats sind von ihm ein bisschen stärker. Wenn man hier schaut, dann sieht man, dass Demarcus eigentlich gar nicht so unterlegen ist, beziehungsweise sogar fast ein Stückchen besser, aber Carvajal hat halt dennoch 3 Ratingpunkte mehr und deswegen ist er an sich doch ein bisschen solider, aber da kannst du auch gut und gerne Demarcus stehen lassen. Und die zweite Verbesserung, Isco für Asensio. Im Stream meinten einfach viele, Isco soll richtig gut sein dieses Jahr. Und Saib, also Gordon, hat ja auch Isco in Form in seinem Squad und der meint auch, der geht absolut ab. Deswegen würde ich dir da diese beiden Sachen empfehlen. Innenverteidigung Ramos geht nicht ganz klar wegen der Chemistry dann eben, aber da könntest du natürlich auch ein bisschen was ändern, indem du hier zum Beispiel einfach dann De Gea reinpackst und hier Ramos. Das wird theoretisch auch gehen. Musst du selber wissen, wie viele Coins du hast und so. Also auch für die Leute, die mir jetzt eben Teams einschicken demnächst, schreibt mir auch bitte immer wieder einen kleinen Text dazu, wie viele Coins ihr gerade habt und was ihr so ungefähr ändern wollt. Damit ich da das Ganze ein bisschen genauer machen kann für euch. Okay, das war das erste Squad. Ich fand es ganz nice, also da konnten wir wirklich nicht viel machen. Und das zweite Team ist von Bennett. Er hat im Tor Timo Horn, Linksverteidiger Schmelzer, Stark, Süle, Moses, Bakayoko, Tolisso, Can, Sané, Werner und Coman. Ja, im Tor Horn geht vollkommen klar, würde ich da auch stehen lassen. Da kannst du natürlich so einen Fährmann oder so reinpacken, aber ich denke mal, Timo Horn ist ein solider Keeper. Ja, rechter Außenverteidiger ist Moses, beziehungsweise rechter Verteidiger. Da würde ich dir Zappacosta empfehlen, da Zappacosta einfach viel mehr Defending hat. Und Defending ist halt schon sehr, sehr wichtig, vor allem eben als Verteidiger. Also, ja, 69 Defending bei Moses ist mir ja zu wenig, deswegen würde ich da Zappacosta reinstellen. Aber falls du da sagst, ja, komm, mir ist es egal, ich lasse da Moses spielen, dann lass ihn halt dort spielen. Aber Zappacosta finde ich persönlich ein bisschen besser. Ja, Innenverteidigung Süle ist jetzt nicht so gut, muss ich ehrlich sagen, weil Süle halt einfach langsam ist. Ja, jetzt werden viele sagen, oh, Tempo, Tempo, nicht immer nur Tempo, aber Tempo ist dennoch wichtig, ist einfach so. Ich finde, ein Innenverteidiger sollte schon, ja, so über 68, 69 Tempo haben. Süle hat 65. Ja, wenn es klar geht für dich, dann lass ihn dort spielen, aber er wird halt das ein oder andere Laufduell nicht gewinnen. Er hat natürlich sonst gute Werte, ist ziemlich groß mit 1,95, aber ja, musst du schauen, du kannst natürlich Hummels oder Boateng hier reinstellen, das wären so die Basic Verbesserungen und ja, für Stark würde ich dir dann noch entweder Sokratis oder Tah oder Vogt empfehlen. Vogt Inform ist auch ziemlich geil, die haben alle ganz starke Werte, also ich würde da am ehesten noch Sokratis nehmen, weil er einfach die geilsten Werte hat von denen und wenn du dann hier zum Beispiel so einen Boateng reinpackst, dann wäre das eigentlich perfekt. Und ja, Linksverteidiger hätte ich dann Wendell für dich. Wendell kennen viele nicht, beziehungsweise haben viele noch nicht gespielt. Der ist aber krass, das kann ich euch auch wirklich bestätigen. Den feiere ich komplett. Und dann müsstest du halt hier Fernandinho hinstellen. Das ist jetzt aber auch kein Beinbruch, denn Fernandinho ist eigentlich sogar so, ja, gleich gut, beziehungsweise
ja, vom Rating her dann auch nochmal ein bisschen besser. Das heißt, die Ingame-Stats sind dann von ihm höchstwahrscheinlich auch ein bisschen besser. Also Wendell und Fernandinho wäre so eine Paarung, die da, denke ich, auch ganz gut funktionieren würde. Und ansonsten hätte ich da jetzt auch nicht wirklich viel zu verändern. Da vorne musst du halt mit der Chemistry aufpassen, falls du was veränderst. Da kannst du ja nicht machen, was du willst, denn Werner muss ja auf Chemistry kommen. Genauso wie Coman. Also da brauchst du zum Beispiel einen Franzosen aus der Bundesliga. Ist jetzt auch nicht so leicht zu finden und so. Also da im Sturm kannst du eigentlich gar nicht so viel machen, aber ansonsten ist das Team sehr, sehr gut, gefällt mir gut, ist ein schönes Hybrid aus Bundesliga und BPL und ja, dann kommen wir auch schon direkt zum dritten Squad des heutigen Tages. Insgesamt habe ich ja 5 Teams für euch vorbereitet und das kommt vom Gio 1902, er auch in der 4-3-2-1 Formation. Und ja, das ist ein Team, wo du wenig verbessern kannst eigentlich, denn es ist ein, ja, fast ein NLW, aber es ist halt ein, ja, ziemlich ausgefallenes Team. Es ist was anderes, es sind viele Spieler dabei, die man so nicht oft sieht in Teams und das finde ich auch interessant. Das heißt, wenn ihr solche Teams habt, unbedingt einschicken. Solche Teams nehme ich eher als solche normalen Bundesliga-Teams. Also sowieso Hybrids, also Teams mit mehreren Ligen, sind viel, viel beliebter, beziehungsweise sind sie viel, viel eher in der Folge dann drinnen, weil das einfach die Leute auch mehr interessiert und weil ich das persönlich auch interessanter finde. Okay, im Tor hat er Pepe Reina, links Masuaku, dann Koulibaly, dann Tonelli, dann Pereira, dann im ZM Pizzi, Moutinho, Kouyaté, Balde, Diao, Dumbia und Martins. Ja, in der Innenverteidigung kannst du natürlich hier, also im Torwart und Innenverteidigung kannst du natürlich hier ein ganz anderes Duo auch nehmen, wenn du hier einen Senegalesen hast, dann passt das mit Kouyaté. Ich habe dir jetzt mal Donnarumma hier fürs Tor reingepackt, weil ich den selbst in meinem Team habe und Donnarumma ist ja eine absolute Granate, der hält so viele Bälle, also Donnarumma ist wirklich ein guter Keeper, der ist 1,96 groß, akrobatischer Torwartstil, der ist so jung, der Typ, der ist so verdammt jung, aber so verdammt stark, also Donnarumma kann ich dir komplett empfehlen, natürlich Buffon ist auch eine Option, aber Donnarumma finde ich gut, finde ich richtig gut und ist richtig, richtig günstig, kostet nur so 3k circa und ja, was du auch machen kannst, du kannst Gouye hier hinstellen, dann müsstest du aber als Linksverteidiger Baines hinpacken. Wäre vom Rating her ein schönes Upgrade. Baines hat leider nicht mehr so viel Tempo, ist aber jetzt auch kein schlechter und Gouye ist halt ein perfekter, ja, ZM einfach. Aber ich finde jetzt eigentlich die Paarung Kouyaté und Masuaku auch nicht schlecht. Die sind halt einfach fucking overpowered. Das sind zwei Spieler, die niedrig geratet sind, aber eben wie gesagt overpowered sind. Deswegen würde ich das eigentlich auch so lassen. Und dann hättest du noch hier im rechten ZM den Pereira als Option. Der hat 70 Tempo und 85 Defending und 89 Physis. Das sind kranke Werte, hat mittelhoch Arbeitsraten, was auch perfekt ist und ist 1,88 groß. Also ich denke mal, das ist der perfekte Abräumer. Dann hast du hier zwei schöne Abräume und dann mit Moutinho noch einen etwas offensiveren. Und du könntest natürlich hier auch Pizzi für Moutinho dann reinpacken. Nee, würde nicht, na, Blödsinn, würde natürlich nicht funktionieren, weil Moutinho ja den Link zu Balde Diao hat. Also das wäre so, ja, meine Verbesserung für dieses Squad. Hier, wie gesagt, kannst du reinpacken, Gouye, zusammen mit Baines. Also das ist, wie gesagt, so das Team, was ich jetzt für dich vorbereitet hätte. Vorne passt es eigentlich ganz gut mit Dumbia und Martins. Martins 5-Sterne-Skiller ist auch ziemlich nice. Balde Diao hat auch extrem geile Werte bekommen. Ja, ist ein starkes Team, ist mal was anderes, gefällt mir sehr gut. Und dann kommen wir auch schon zum dritten Squad, welches wir uns heute anschauen vom RefBoss. Ja, er spielt hier in der 4-3-3, in der ganz klassischen. Und er hat Buffon im Tor. Dann hat er links David Alaba, Hummels, Basagli, Abate, Matuidi, Tolisso, Thiago, dann Ribéry, Gameiro und vorne noch Dembélé als rechten Flügelspieler. Das Team finde ich an sich schon mal mega stark, muss ich da echt lassen. Also es ist echt eine gute Mannschaft. Alaba ist links wirklich ein starker Spieler. Dembélé ist auch richtig interessant. Also da sind schon ein paar echt coole Karten dabei, muss ich da echt lassen. Ich hätte dennoch ein paar Verbesserungen und zwar natürlich Chiellini für Basagli. Der ist halt an sich schon ziemlich stark, habe ich auch in meinem Hauptteam drinnen. Und der hat halt 74 Tempo und du siehst hier auch, der hat schon ein bisschen bessere Werte. Basagli ist nur in Passen und in Dribbeln besser und ganz ehrlich, Passen und Dribbeln, das sind eher uninteressante Werte. Ich meine, passen natürlich, aber für den Innenverteidiger muss der dribbeln können, in meinen Augen nicht. Und ja, Chiellini hat einfach kranke Werte. 90 Defending, 85 Physis.
74 Tempo, absolutes Beast, kann ich dir echt empfehlen. Dann hier würde ich eher Boateng spielen lassen, ja, 75 Tempo, 88 Defending, 84 Physis, anstatt von Hummels. Also ich finde Boateng, ja, ist schon ein bisschen overpowerter als Hummels, deswegen würde ich das so machen. Rechtsverteidiger würde ich dir Florenzi empfehlen, der hat auch nochmal, ja, viel bessere Werte als Abate, wie du hier links sehen kannst. Das ist fast alles rot bei Abate, außer das Tempo ist gleich. Und wieso solltest du dann nicht Florenzi holen? Ja, macht ja eigentlich keinen Sinn. So, vorne würde ich dann natürlich Griezmann dir empfehlen. Da kannst du grundsätzlich aber jeden Franzosen reinpacken. Zum Beispiel so ein Benzema oder so. Würde da auch perfekt reinpassen, den ich hier auch habe. Und Benzema kann ich dir auch empfehlen. Er kostet nicht so viel. Hat mir, glaube ich, so 40k gekostet. 50k hat er mir gekostet. Aber der ist wirklich stark, der ist wirklich richtig, richtig gut, hat 4 Sterne Weakfoot, 4 Sterne Skills, ist groß, kann schießen, kann rennen, hat Physis, kann dribbeln, also der kann wirklich alles, ist ein perfekter Allround-Stürmer in meinen Augen, deswegen würde ich den dort auch spielen lassen. Hier natürlich Vidal zum Beispiel als Option, falls du da eher noch einen schönen Allrounder haben willst, noch ein richtiges Mittelfeld-Beast. Ja, Matuidi finde ich auch sehr, sehr stark, Tolisso hat auch kranke Werte bekommen, ja, der könnte, wenn er ein paar Informs bekommt, auf jeden Fall zur Hullet Gang gehören, denn der hat wirklich jeden Wert über 74, sehr, sehr geil. Und ja, das ist so die Bewertung von dem Team, auch ein starkes Team, aber das wären halt natürlich noch ein paar kleine Änderungen von mir. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum allerletzten Team von Tomot. Der spielt in der 4-3-3 die 5. Das sieht man auch nicht ganz so häufig. Und ja, er hat im Tor Perrin und dann Rose, Basagli, Benatia, Alves, Verratti, Khedira, Dembele, dann hat er Son, Cavani und Di Maria. Und ihr seht schon, das ist ein Team, wo einfach drei verschiedene Mannschaften drin sind, beziehungsweise im Tor ist dann halt Perrin. Aber das ist so, ja, so eine klare Aufteilung, wer wo dazugehört. Und deswegen würde ich dir im Tor auf jeden Fall mal Buffon empfehlen oder eben wieder Donnarumma. Innenverteidigung für Benatia oder für Basagli, ja, Chiellini. Chiellini ist halt einfach, wie gesagt, stark. Benatia habe ich auch in meinem aktuellen Team. Und der ist auch nicht schlecht von den Werten her und spielt sich auch richtig gut. ZDM denke ich, dass Matuidi noch ein bisschen stärker ist als Khedira. Ich habe Khedira im Team, der ist auch sehr, sehr stark. Aber ich denke mal, Matuidi ist noch ein Ticken stärker. Und dann könntest du natürlich hier noch was Ganzes verändern und zwar richtig verändern. Und zwar habe ich hier für Son Martial, die sind, denke ich, gleich stark. In der Mitte Bakayoko für Dembele, da ist, denke ich, Bakayoko ein Ticken besser. Linksverteidiger Rose Shaw für Rose, die haben auch ähnliche Werte, also das passt eigentlich auch. Könntest du ändern, wenn du Bock drauf hast, also da müsstest du dann halt hier wirklich Matuidi spielen lassen. Und da würde dann auch jeder auf Fullcam kommen. Cavani vorne ist auch mega stark, da kannst du natürlich Mbappé holen oder hier ein Pastore oder so. Also du kannst schon ein bisschen was machen an dem Team, aber ich finde das so auf jeden Fall ein schönes Squad, mal ein bisschen was anderes und ja, gefällt mir auch gut, hast auch wirklich ein hohes Rating auf der Mannschaft und deswegen finde ich das auf jeden Fall sicherlich kein schlechtes Squad. Okay, Freunde, das war es an sich jetzt auch schon mit der ersten Episode von Dein Team in FIFA 18. Falls ihr euch gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr freuen und auch unterstützen. Schickt mir eure Teams bei Instagram, FIFA Allstars, Underline David heiße ich dort. Schickt mir wirklich bitte kreative Teams, ausgefallenere Teams, Hybrids, NLWs, ja, jetzt nicht bitte ein Ligensquad, also jetzt nicht nur Bundesliga, nur BPL oder so, sondern versucht da mir richtig interessante, kreative Teams einzusenden, das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann war es das auch schon wieder mit dem heutigen Video. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wie gesagt, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt immer High Hopes und Ciao!